Wir sind zufrieden. Wir haben einige Veranstaltungen durchführen können. Wir haben viel im Land erlebt und es ist viel geschehen. Und deswegen wollen wir auch Danke sagen heute für das, was das Publikum, was die Ehrenamtler draußen im Land geleistet haben. Es wird ja so oft gesagt, ohne das Ehrenamt könnte unsere Gesellschaft nicht existieren. Die wäre sehr viel kälter und ärmer. Und das ist in der Tat so. Und wir im Saarland können natürlich ganz besonders auch feiern und uns einsetzen für das Ehrenamt. Man sieht das ja auch heute Abend. Das kommt ja, was wir hier vor uns haben, nicht alles so aus dem Nichts. Das sind ehrenamtliche Arbeit. Heute Mittag waren die Helfer der HSG Völklingen zugange, haben die ganze Halle vorbereitet. Auch das, was an Gastronomie vorbereitet wird, wird alles ehrenamtlich gemacht. Auch die Gruppen, die heute Abend auftreten, machen das ehrenamtlich. Und ich möchte mich einfach bei allen bedanken. Mit Menschen, die ehrenamtlich tätig sind. Also ich habe jetzt keine Zahl, keine Vereinszahl im Kopf. Ich kann nur sagen, wir haben in allen unseren Stadtteilen, in den Städten, in allen Ortsteilen eine Vielzahl von Organisationen, von Vereinen, von Verbänden, die das Ortsleben gestalten. Kulturelle Vereine, sportliche Vereine, in jeder Beziehung, es gibt von allem was. Und ich finde, die machen großartige Arbeit. Sie sorgen dafür, dass die Menschen zusammenkommen. Sie sorgen dafür, dass es Angebote gibt. Sie reißen auch Menschen aus, alte Menschen beispielsweise, aus der Einsamkeit heraus, indem sie für diese Leute spezielle Angebote machen. Wenn man das alles professionell machen wollte und müsste, wer bitte will das alles bezahlen? So viele Steuermittel sind im Leben nicht aufzubringen. Und ich bin der sehr wichtig und ich habe mal nachzählen lassen, wir kommen so auf 160 Vereine, also nur rein die Vereine, die Untergliederung meine ich jetzt nicht, und davon sind ungefähr die Hälfte sind Sportvereine und das andere sind Vereine, die sich mit vielfältiges Angebot anbieten, und das ist zum Beispiel auch interessant, wenn man mal dahin geht, wer das alles macht und was die da machen. Und dann möchte ich also jetzt, wenn der Peter Kilo gerade das Rote Kreuz gekriegt hat, dann möchte ich den Löschbezirk Mitte, die Mitte grüßen, die da hinten stehen, und darauf aufpassen, dass wir hier sicher sind. In der Feuerwehr sind wir also auch mächtig stolz. Das ist auch eine Position bei uns in der Stadt. Wenn man das bewerten müsste, was diese Menschen für uns machen, das ist äußerst schwierig. Blind as everybody else.
your hate and your disguise. I ask you a question, one simple question. How can you live with all your lies? Dass für Sie das Ehrenamt, das bürgerschaftliche Engagement ganz wichtig ist. Es gibt dazu ein eigenes Kapitel im Koalitionsvertrag. Aber was auch ganz entscheidend ist, als Annegret Kramp-Karrenbauer die Staatskanzlei gegangen ist, dann hat sie einen Bereich mitgenommen und das ist der Bereich Ehrenamt aus ihrem alten Ressort. Das heißt, Ehrenamt ist jetzt Chefinnensache im Lande und dazu passt auch, weil heute, Sie wissen, die Landtagsabgeordneten können heute Abend nicht da sein, weil der Abschluss der Haushaltsberatungen ist. Aber bei diesen Haushaltsberatungen ist auch zum Thema Ehrenamt mit einer Ehrenamtskarte, die im nächsten Jahr starten soll, sind Mittel bereitgestellt worden. Und ich denke, das ist ein gutes Zeichen. Ich gebe Ihnen die Bühne, wünsche Ihnen viel Freude dabei und begrüße unsere Ehrenamtlichen hier auf der Bühne. Herzlich willkommen, Sie sind die Stars heute Abend. Guten Abend. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie sehen, auf die Bühne kommen an meiner Seite 9 Persönlichkeiten aus dem Saarland. Viele kennen Sie, andere werden Sie heute Abend näher kennenlernen. Und die eint vor allem eins, dass noch viele Jahre zu engagiert tun können. Was die meisten anderen machen. Nun wissen wir, viele sind bereit, sich für ein Thema einzusetzen, das sie aktuell interessiert. Wenn es darum geht, in der Schule etwas zu verbessern. Wenn es um ein Verkehrsprojekt geht oder wenn es zum Beispiel im Sportbereich darum geht, dass man eine neue Halle baut und es geht darum, das auf den Weg zu bringen, für einige Monate sich zu auszeichnen. Das ist die Auszeichnung unseres Bundespräsidenten mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Und deshalb ist es ein ganz besonderer Abend, wenn wir Ihnen heute Abend diese Verdienstmedaille erreichen können, die Sie bekommen auf Antrag unserer Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer durch die Entscheidung des Bundespräsidenten. Meine Damen und Herren, ganz wichtig ist dabei aber eines. Wenn man überlegt, was macht eine solche Ehrung aus? Es ist ja die Medaille des Verdienstordens und Sie wissen, sie ist dann sichtbar, man kann sie tragen. Und das hat einen guten Grund. Denn wir wollen, dass die Geehrten so etwas sind wie Leuchttürme. Leuchttürme, wissen wir alle, sie blinken. Sie zeigen damit anderen den Weg. Und genau das wünschen wir uns von denen, die heute Abend mit dieser hohen Ehrung, denen heute Abend diese hohe Ehrung zuteil wird. Dass sie diese Ehrung selbstbewusst tragen und anderen deutlich machen, warum sie sie bekommen haben. Dass sie als gutes Beispiel andere motivieren, einen ähnlichen hohen ehrenamtlichen Einsatz zu zeigen, wie sie selbst dies getan haben. Nebenbei hat sie 11 Jahre lang ehrenamtlich den Krankenwagen des Deutschen Roten Kreuzes gefahren
und auch an Hilfstransporten des DRK in die Ukraine teilgenommen. Parallel dazu ist Ingrid Kollett seit nunmehr 41 Jahren die zuverlässige und gewissenhafte Schriftführerin des gemischten Chores Wolfersweil. Auch in der Kantorei St. Wendel hat sie 15 Jahre gesungen und daneben eine Flötengruppe in Wolfersweiler gegründet, diesen Flötenkreis jahrelang geleitet und den Gospelchor Berglangenbach mit aus der Taufe gehoben. Heidrun Eickhoff hat über 40 Jahre lang das Leben in der evangelischen Kirchengemeinde Heiligenwald entscheidend mitgeprägt. Als ehrenamtliche Mitarbeiterin und stellvertretende Vorsitzende der evangelischen Frauenhilfe, als Vorsitzende und Leiterin des evangelischen Frauenkreises, als Mitglied im Presbyterium und als Sängerin und Schriftführerin im evangelischen Kirchenchor 1891 Heiligenwald. Erich Hein ist ein Beispiel dafür, wie man sich in vielfältiger Form für seine Heimatgemeinde engagieren kann. Und das seit über 5 Jahrzehnten. Nach dem Krieg sorgte er mit dafür, dass die Turnbewegung in seinem Heimatort wieder auflebte. Er war daneben aktiver Sänger und Vorstandsmitglied im Oratorienchor der Sängervereinigung Homburg. Später war Erich Hein Gründer und anschließend 20 Jahre lang Präsident des Clubs der Schlossbergsänger Homburg e.V. Herr Hiri engagiert sich seit nunmehr über 40 Jahren ehrenamtlich für das gesamtgesellschaftliche Miteinander in seiner Heimatstadt Saarlouis. Er war Vorstandsmitglied, Trainer und Betreuer beim FC Frau Lautern Steinrausch. In seiner langjährigen Funktion als Stadtverbandsvorsitzender für Sport plante er viele stadtübergreifende Veranstaltungen rund um den Sport. Was wäre der Kleingartenverein Knappenrot ohne Frau Ursula Glass? Seit vielen Jahren engagiert sie sich für den Verein in Saarbrücken, seit dem Jahr 2004 als Vorsitzende. Aber auch auf der Landesebene, im Landesverband Saarland, der Kleingärtner, ist sie seit langem in unterschiedlichen Funktionen aktiv, seit 2 Jahren als Revisorin. Mit großem Elan betreut Frau Glass die 117 Mitglieder ihres Vereins mit immerhin 65 Gärten. Edmund Minas hat sich über 3 Jahrzehnte hinweg in verschiedenen Funktionen für die Belange von Menschen mit Behinderung eingesetzt. Er ist seit 2002 ein engagiertes Mitglied im Behindertenbeirat unserer Landeshauptstadt und im Landesbehindertenbeirat. Für den Bezirk West der Landeshauptstadt Saarbrücken ist er als Behindertenbeauftragter tätig. In dieser Funktion vermittelt er die Wünsche und Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung an die zuständigen Gremien. Er engagiert sich seit Jahrzehnten ehrenamtlich zum Wohl seiner Heimatgemeinde Fechingen. Er gilt als Anreger und Motor, unter anderem als Mitglied im Bezirksrat Hallberg sowie als Mitglied und Vorsitzender des TV Fechingen. Von 2005 bis 2008 war er Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Fechinger Ortsvereine. Den heimatgeschichtlichen Arbeitskreis hat Günter Nieser als Gründungsmitglied maßgeblich mitbestimmt. An der Herausgabe zahlreicher Dorfkalender und Bildbände ist er beteiligt. Federführend war er darüber hinaus bei der Wiederbelebung der Feier zum 1. Mai. Herr Jakob Rauch, er engagiert sich seit über 4 Jahrzehnten ehrenamtlich in unterschiedlichen Bereichen für seine Heimatgemeinde Seelbach. Er trat 1960 dem Deutschen Roten Kreuz im Ortsverein Seelbach bei und hatte verschiedene Vorstandsämter inne. 2002 organisierte er Hilfstransporte in die Ukraine. Auch im Sozialverband VDK engagiert sich Jakob Rausch. Im Ortsverband Seelbach ist er seit 2001 als Kassenwart und Organisationsleiter tätig.
Zunächst engagierte sie sich im Verein Lange aktiv bleiben, der 2004 aufgelöst wurde. Danach gründete Frau Sickert den Verein Aktive Seniorengemeinschaft Saar e.V., dessen erste Vorsitzende sie bis heute ist. In diesem Rahmen bietet sie Aktivitäten im Bereich Gedächtnistraining, Bewegung mit Musik und Freizeitgestaltung und Ähnliches an. Und wenn es notwendig ist, übernehmen der Verein, Vereinsmitglieder oder Frau Sickert selbst die anfallenden Kosten. Niemand ist zur Untätigkeit verdammt.
nimm dir ein Beispiel an den stillen Stars im Ehrenamt. Es liegt allein an dir, niemand ist zur Untätigkeit verdammt. Nimm dir ein Beispiel an den stillen Stars im Ehrenamt. Gesund oder krank, jeder braucht mal Rückenwind. Und meist geht es gut, Gott sei Dank, weil da helfende Hände sind. Unbemerkt vom großen Publikum engagieren sich Menschen in der Not. Und fragt man sie mal verlegen, warum, sagen sie, wir sitzen doch im selben Boot. Es liegt allein an dir, niemand ist zur Untätigkeit verdammt. Nimm dir ein Beispiel an den stillen Stars.